In meinem letzten Video bin ich zur türkischen Botschaft in Berlin gegangen, um Blumen niederzulegen. Aus Trauer um die alte Türkei, die in ihrer bisherigen Form jetzt politisch abgeschafft wird und als Zeichen des Mitgefühls gegenüber den Millionen Gegnern des Präsidialsystems in der Türkei, denen aktuell wirklich das Herz brechen muss, wenn sie sich anschauen, was gerade aus ihrem Land wird. Und ich habe für diese Aktion viel Anerkennung von vielen Türken bekommen und das freut mich sehr. Aber natürlich haben sich auch die Erdogan-Anhänger unter den Deutschtürken gemeldet und in den Kommentaren zum Video nochmal ihre ganz eigene Perspektive gezeigt zu den komplexen politischen Hintergründen dieses Referendums. Du bist der größte Hurensohn, den es gibt. Ich wünschte mir, dass wenn du ein Kind bekommst, dass er sofort an Krebs erkrankt und du ihn leiden siehst und du danach auch Krebs bekommst, du Bastard. Wow, küsst du den Arsch von Erdogan mit dem Mund? Reiß dich zusammen. Ein anderer Politikexperte schreibt: Junge, du weißt nicht mal, was das Präsidialsystem macht. Ist schon peinlich. Am Ende läuft es aus Sicht der Erdogan-Fans immer auf eine Sache hinaus, sobald man als Deutscher das Ergebnis des türkischen Referendums kritisiert. Du bist traurig, weil wir Türken euch bald in den Arsch treten werden und stärker werden als ihr. Das alte AKP-Märchen, dass alle die Türkei nur unten halten wollen und jeder, der gegen Erdogan ist, ist gegen die komplette Türkei. Und Jungs, ich habe keine Angst, dass die Türkei aufsteigt. Also Deutschland zahlt seit Jahren Entwicklungshilfe für die Türkei. Wir wollen, dass sie aufsteigt. Meine Angst ist, dass Erdogan die Türkei komplett in die Scheiße reitet jetzt und um Jahrzehnte zurückwirft. Und genau danach sieht das aktuell leider aus. Sorry. Die Zeiten, in denen die Türkei weltweit als Ausnahmenation galt, als ein Land, das sich trotz seiner reichen Kultur und Geschichte immer nach vorne orientierte und hungrig auf Fortschritt und die Zukunft war, sind vorbei. Die neue Richtung lautet volle Kraft zurück. Stichwort Bildung. Erdogan hat die meisten Wähler im ländlichen Kernland abseits der großen Städte und gebildeten Schichten. Und wenn man sich seine Pläne zur Umgestaltung der türkischen Gesellschaft anschaut, dann könnte man leicht auf die Idee kommen, dass Erdogan alles daran setzt, sich seine Wähler für die Zukunft regelrecht zu züchten. Grundlagen moderner Wissenschaft werden schon heute aus den Schulbüchern entfernt, stattdessen wird Religion im Unterricht stärker gewichtet und Geschichtsbücher werden umgeschrieben. Staatsgründer Atatürk wird marginalisiert oder kommt überhaupt nicht mehr vor und die Grundlage des türkischen Staates, die Trennung zwischen Staat und Religion, soll türkischen Kindern heute als Krankheit beigebracht werden. Weniger Bildung, mehr Religion, eine tolle Voraussetzung für eine Wirtschaftsmacht im 21. Jahrhundert. Stichwort Wirtschaft. Die Arbeitslosigkeit in der Türkei liegt aktuell auf einem 7-Jahres-Hoch. Erdogans aggressive Politik der willkürlichen Verhaftungen und Drohungen verschreckt Investoren und Touristen aus dem Westen. Beide waren maßgeblich für den wirtschaftlichen Aufschwung der Türkei mitverantwortlich. Aber Erdogan erzählt seinen Wählern, scheiß auf alles, die EU braucht die Türkei mehr als die Türkei die EU, also keine Sorge, liebe Wähler, ich treffe mich stattdessen einfach mit Putin und die fehlenden Geschäfte mit Europa gleichen wir in Zukunft durch eine engere Kooperation mit Russland aus. So. Ein Unsinn. Also allein Deutschland hat mit einem jährlichen Bruttoinlandsprodukt von 3,3 Billionen Dollar eine fast dreimal so große Wirtschaft wie der Ersatzpartner Russland. Und Erdogan wendet sich nicht nur von Deutschland ab, sondern von der kompletten EU, also über 20 weiteren Ländern als Wirtschaftspartner. Die EU hat eine Wirtschaftskraft von 16 Billionen Dollar. Und um den fehlenden Handel mit diesem Markt auszugleichen, will er enger mit Russland zusammenarbeiten. Ein Land, das wohlgemerkt selber seit Jahren wirtschaftlich in der Krise steckt. Das wird doch super funktionieren. Und ihr AKP-Wähler glaubt das auch noch. Also ihr glaubt sogar Scheiße, die nicht mal Erdogan selbst glaubt. Denn während er auf Wahlkampfbühnen Deutschland als Nazis beschimpft und dass die Türkei den Kack-Westen gar nicht nötig hätte, wird hintenrum für die Türkei um Wirtschaftshilfe gebettelt, weil er genau weiß, dass Europa nicht der Feind ist. Aber im Wahlkampf braucht er es als Feind. Nicht, weil es besser für die Türkei wäre, sondern weil es besser für ihn ist. Ohne das Feindbild Europa, das er immer so gegen die Türkei ist, hätte er niemals genügend Wähler aufbringen können oder emotionalisieren können, um eine Chance auf einen erfolgreichen Wahlkampf zu haben. Und wenn ich diese Scheiße höre, sorry. Erdogan, der Baba, ihr Hunde, geht bei USA lutschen. Junge, dein Erdogan geht lutschen, und zwar bei Deutschland. Ich meine, wie verzweifelt muss dein Ehrenmann und Löwe bitte sein, dass er seine Leute keine zwei Wochen nach dem Referendum ausgerechnet bei Deutschland um Hilfe betteln lässt. Obwohl die Türkei unter ihm doch so groß und mächtig ist und die Deutschen sind alle Nazis und türkeifeindlich. Erdogan hat sich mit seiner rabiaten Art der Politik viele Feinde gemacht. Was ihn schützt, ist sein Amt und dessen Macht.
und deshalb kann er auch nicht einfach abtreten oder mal einen Gang zurückschalten. Verliert er seine Macht, landet Erdogan im Gefängnis für all die Verfehlungen und Gesetzesverstöße, die er in seiner politischen Laufbahn angehäuft hat. Und der Umbau des türkischen Staates und die Zerstörung der türkischen Verfassung dient nicht dem Wohl des türkischen Volkes, sondern seinem Schutz. Meine Angst um die Türkei ist: Die nachwachsende Generation, die Schüler, werden jetzt systematisch auf mehr Glauben und weniger Wissen getrimmt und somit die gesamte Gesellschaft, weil genau das die Wählerbasis ist, die Erdogan den Machterhalt sichert und die muss er natürlich pflegen. Gleichzeitig bricht die Wirtschaft weiter ein und die Armut steigt. Und dann kommen wir am Ende in so eine Spirale aus der Ablehnung von Wissen, der Verfolgung politischer Konkurrenz und steigender Armut. Und das sind alles so diese Zutaten, die die Türkei in eine ähnliche Richtung drücken könnten wie Iran oder Afghanistan. Diese Länder waren früher sehr modern. Heute erkennt man sie nicht wieder. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Also ich wünsche mir, dass das nicht passiert. Aber mit dem, was wir von Erdogan in den letzten Jahren gesehen haben, also nicht erst seit dem Referendum, ist zumindest die Möglichkeit für so eine Entwicklung in der Türkei geschaffen worden. Und das sollte nicht nur mich traurig machen, sondern jeden, dem die Türkei am Herzen liegt.